Nach ungefähr 2 Jahren Wiederholungen auf 1 Plus mit 1500 Mal bei Lucid Fern geht es jetzt endlich weiter, aber im Internet. Und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, was machen wir mit unserer Sendung, wie machen wir das jetzt im Internet? Und wir finden jetzt raus, was man denn bei YouTube eigentlich überhaupt machen kann. Make the Internet great again. Hi Philipp, war Lulis. Nein, das Gute ist ja, Frithjof hat sich das ganze Zeug angeschaut und hat tatsächlich gute Sachen gefunden. Hat er mir zumindest angekündigt. Sie ist Bibi und sie kümmert sich um das Thema Beauty und ihr Palace ist halt, also ihr Bett. Sie testet hier chinesische Produkte, deren Funktion sie nicht kennt und deren Inhaltsstoffe sie nicht kennt. Was? Gut! Ja. Das ist immerhin mutig. Was soll schon schief gehen? Scheiße! Also ich finde, sie verdient keinen Orden dafür, dass sie die Sachen ins Gesicht schmiert, von denen sie gar nicht weiß, ob es Bleiche ist, Reinigungsschaum für den Ofen oder Hautcreme. Ja, aber immerhin schmiert sie sich ins Gesicht, so schützt sie dann die anderen Jugendlichen, die das dann vielleicht auch gekauft hätten und sagen, oh, Vorsicht Kinder, davon geht die Haut ab. Und jetzt seht ihr mal, wie Bibi ohne Gesicht aussieht. Oh nein, mein ganzes Handy ist voll. Wir müssen dir wirklich irgendein Scheißprodukt mal schicken, so Sprühlack, und sagen, das ist eine Gesichtscreme. Ich habe uns übrigens ein paar Props besorgt, die wir auch sonst gerne mal anprobieren können. Hallo ihr Lieben, heute haben wir was ganz Tolles da. Wir haben ein paar Produkte, die wir testen wollen. Wir haben gar keine Ahnung, was es ist. Toll. Ja. Oh. Ist das jetzt white-facing? Like das Video, lasst uns ein Abo da und schreibt in die Kommis, was ich nicht lesen soll. Hey, geiles Clickhuring. Tobi, ich habe das jetzt ausprobiert, also. Ich habe dir 1000 Mal gesagt, nicht hier. Okay. Wie lange brauchst du denn noch? Guck mal, du hast die Tür nicht zugemacht. Also jetzt sehen wir den YouTube-Kanal Miss Hannah Minx. Das, was sie bisher gemacht hat, ist, dass sie Japanischunterricht erteilt hat. Also sie ist sehr simpel gehalten, sie geht durch die Welt und zeigt auf Sachen und sagt, wie die auf Japanisch heißen. Why don't we go on a trip today to the Japanese grocery store and get some Minxy candy? Sie hat auch so riesen Augen. Und wie viele Menschen schauen sich das an? 2 Millionen. Interessant, dass der Markt an japanischen Sprachvideos so groß ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das, was sie so erfolgreich macht, können wir nicht bieten. Da muss man sagen, das ist wirklich fast hypnotisch. Die Augen, die Augen. Die Augen sind krass, gell? Die Augen sind wirklich krass. Dieser Kanal heißt WatchMojo. WatchMojo erstellt im Großen und Ganzen einfach nur Top-10-Listen von irgendwelchen tollen Sachen. Wie diese Liste zeigt die 10 heißesten Aliens in Film und Fernsehen. Und, Number two, Lilu, the fifth element. Und wenn wir jetzt die deutsche Popkultur nehmen oder die deutsche Kultur generell, dann... Die Frage ist ja, was kann man machen, was die anderen nicht machen, weil vielleicht ist dafür eben noch ein Markt da. Wie wär's mit einer Talkshow in einer Bar? Nach Bar klingt immer gut. Das finde ich sehr schön. Ich finde auch diesen Gedanken, etwas zu trinken generell weiter überprüfenswert. Weißt du, was das Problem ist, wenn man das Format in Deutschland machen würde? Es gibt keine deutschen Stars. Ich glaube, die andere Sache und das viel größere Problem ist, dass wir zu Alkoholikern werden würden. Hast du mich Alkoholiker genannt? Oder nein, ich habe lediglich gesagt, dass Ina Müller niemand das Wasser reichen kann. Chin, chin. Das Bier meinst du? Last Week Tonight mit John Oliver. Also er hat einfach wirklich einen Stab von mehreren Dutzend Journalisten, die für ihn diese ganze Recherchearbeit auch übernehmen und das Ganze aufbereiten. Und 4 Millionen Fans. Was jetzt aber in Relation zu Bibi, finde ich das schon interessant. Dass er mit so viel mehr Aufwand, ja, so wirklich im Furz bisschen mehr an Fans zusammenbekommt. Würde ich am liebsten tatsächlich 1:1 übernehmen. Und das Unglaubliche ist ja, dass der BND 2015 in seinem Gesetz, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, wie ich überhaupt nichts eigentlich weiß, weil wir niemanden haben für Recherche, niemanden, der die Grafik in der Seite macht und niemanden, der Witze macht. Das Internet, ein weites Feld, um es mit Günter Grass zu sagen. Ja, richtig gehört. Im jungen Angebot von ARD und ZDF in Funk ist das Wort Günter Grass gefallen.
Doch die wichtigste Frage, was sollen wir machen? Schreibt es bitte in die Kommentare, ich werde jeden Kommentar lesen, das ist keine hohle Versprechung. Und um zu zeigen, dass ich den Kommentar gelesen habe, werde ich ihn liken. Sogar die Dummen. Also, was sollen wir machen? Können wir noch eine Folge von Miss Hannah Minks gucken?